Okay, Leute, vor ein paar Monaten haben wir hier aufgehört und jetzt geht's endlich wieder weiter. Ich habe schon viele Kommentare bekommen, dass ihr wieder mehr sehen wollt. Nee, habe ich nicht. Aber egal, ich mache jetzt einfach trotzdem weiter. Und dann würde ich sagen, wir gehen mit Carla Valenti, nee, mit Tyler Miles in die Sporthalle. Mit Tyler Miles in die Sporthalle und dann machen wir Sport. Yeah. Der Tag hatte eher beschissen begonnen. Ich wusste, dass Samantha ein ziemliches Tief hatte. Aber was konnte ich schon wirklich dagegen tun? Es tat gut, mal wieder hier zu sein. Dieser Geruch von altem Leder und Schweiß hatte mir direkt gefehlt. Vielleicht konnte ich wenigstens eine Stunde lang auf andere Gedanken kommen, während ich mich mit Carla austobte. Hey, was ist denn mit dir los, Carla? Stimmt was nicht? Wieso? Hier geht's prima. Okay, wärmen wir uns erstmal auf. Sag mir, wenn du fertig bist. Ja, geht klar. Oh yeah. Okay, wir machen also einen Kampf gegeneinander. Ich möchte mich übrigens dafür entschuldigen, falls die Audio-Levels nicht passen oder so. Ich habe ein neues Mikrofon und jetzt, schon wieder ein neues. Und jetzt, kann es sein, dass das Mikrofon viel zu laut ist oder viel zu leise oder dass ihr mich gar nicht hört. Das wäre zwar. Egal. Auf jeden Fall, jetzt geht's los. Wie geht die Steuerung nochmal? So. Erstmal aufwärmen hier. Bisschen pumpen gehen. Jo, wie geht das nochmal? So. Ich muss die ganze Steuerung neu lernen. Ich habe schon ewig lang nicht mehr gespielt hier. Zwei. Hallo. Drei. Vier. Man hört bestimmt das Klicken so laut, dass es alles andere übertönt. Sechs. Ja, bist du dann fertig? Meine Finger schmelzen schon. Naja, falls ihr den Ingame-Sound nicht hört. Es gibt ja die Subtitles, die habe ich ja schon länger eingeschaltet. Mensch, Junge. Subtitles habe ich ja eingeschaltet, damit ihr mir mitlesen könnt, falls irgendein wichtiger Storyteil kommt und ich drüber plappere, wie ich das sonst so mache. Ja, endlich! Boah! Yeah! Oh yeah! Noch eine Übung? Ach komm! Mensch, du brauchst keine Übung mehr. Du bist topfit, Junge! Und Feuerlöscher, was ist das denn? Oh! Was war das? Eine Matte. Und wieder. Und die Carla steht einfach Eins, daneben und tut gar nichts, weil zwei, die braucht das gar nicht. Ah, drei, jetzt macht sie den Übungen. vier, fünf, sechs, sieben, Ihr wisst gar nicht, wie anstrengend das ist. acht, Für so einen Gamer, der den ganzen Tag neun, zu Hause sitzt und sich nicht bewegt, und dann muss er mal seine Finger so schnell bewegen. Das ist ziemlich anstrengend. zehn. Boah. Cool. 10, ich bin schon voll. Okay, jetzt geht's ab. Ja, Carla, bist du fertig? Oh, Musik. Musik ist wichtig. Wo ist Musik? Ach, hier. Warte, so. Erstmal copyrighted Musik einspielen. Juhu. Ich hoffe, die ist nicht copyrighted, sonst wäre das schlecht für meinen Kanal. Aber egal, da muss ich einfach die ganze Zeit drüber reden. Das geht ja auch, ist ja kein Problem. Für mich, ich bin ja sowieso so ein Quatschkopf, der den ganzen Tag nur Scheiße erzählt. Ist ja der perfekte Job für mich hier. Was ist denn das? Ein Wecker? Achso, ein Rundenzähler. Sag, wenn du fertig bist. Ja, da hinten ist so Okay. eine Karte. Warte, 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 warte. Yeah, Bonus. Okay. Sag, wenn Let's du go, fertig Leute. bist. Okay. Okay. Nochmal. Bist du fertig? Sag, wenn du fertig bist. Okay. Okay. So. Mann, Carla, wie lang brauchst du denn, bitte schön? Los geht's. Kann man dir ins Gesicht schlagen? What the fuck? Wieso bin ich jetzt? Wow. Okay. Man kann einfach so Charakter. Ach, ich muss mit ihr auch noch Übungen machen. Ja, wahrscheinlich.
Drink. Plus 5. Okay. Kann's dann losgehen? Ich will anfangen. Ach. So ein Klimm-Dingsbums. Okay. Ich hoffe, ich muss hier nichts zensieren oder so. Klappt ja schon besser. Aber gut zu wissen, okay. Okay, das geht schon mal nicht. Dann nehmen wir die Matte wieder. Huch. Ah ja. Die bleibt einfach so. Bekommt man ja eine Muskelkarte. Ab in den Boxring! So, wortlos, los geht's. So. Let's go! Ding, ding! Ladies and Gentlemen! Willkommen in Las Vegas beim heutigen Kampf zwischen dem schrecklichen Tyler Miles und der berüchtigten Carla Valenti! Carla Valenti! Noch einmal mir die Hölle heiß zu machen, weil ich angeblich zu viel rumalbere. Aber echt. Wow. Au. Okay. Auf die Plätze, jetzt geht's los. Wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow. Es ist so anstrengend, sich darauf zu konzentrieren und gleichzeitig zu reden. Wahrscheinlich sollte ich gar nicht reden gleichzeitig. Okay. Super. Ich glaube, der stirbt. Fuck. Ja, juhu. Action. Action, Action, Action. Boah. Die geht ja ab hier. Darf ich dann auch mal als er spielen? Oder bin das gerade? Ja, ich nicht. Mhm, okay. Scheiße. Läuft aber ziemlich gut hier. Überraschenderweise. Oh. Okay. Blink, blink, blink. Scheiße, scheiße. Okay. 7 gegen 1. 7 zu 1, besser gesagt. Okay, das war komplett fail. Muss ich mich besser konzentrieren hier? Okay. Das tat ihm scheinbar weh. Plus 20. Hä? Ey, Mensch, Tyler, du glaubst aber auch alles. Bei dir überrascht mich inzwischen gar nichts mehr. Hm. Noch eine Runde? Nee. Nein. Nein, mir reicht's. Ich steige unter die Dusche und gehe wieder an die Arbeit. Okay. Der Restaurantmord macht dir zu schaffen, was? Ja, irgendein Teil des Puzzles muss da fehlen. Zerbrech dir nicht unnötig den Kopf. Der Typ ist verrückt. Er nicht. Vielleicht. Aber ich will ihn finden, bevor er nochmal zuschlägt. Keine Sorge. Ein Typ, der bei einem Mord derart viele Indizien hinterlässt,
kann sich nicht ewig verstecken. Ich hoffe, du hast recht, Tyler. Weiß Gott. Zehn Jahre. 10 Jahre sind seit dem Autounfall vergangen, der mich meiner Eltern beraubte. Ich habe ihren Verlust nie ganz überwunden. Aber wie soll man so etwas auch wirklich überwinden? Angesichts all dem, was mir widerfahren war, verspürte ich das Bedürfnis, ein wenig an ihrem Grab in mich zu gehen. Wo latsche ich eigentlich gerade hin? Scheinbar in die Leere. Ich musste übrigens mich kurz mal räuspern, falls man das gehört hat. Tut mir leid. So, wo geht's denn eigentlich jetzt hin? Hier sind ja gar keine Wegweiser. Schön, dass du. Ach, jetzt hier. Wo? Ach, hier. Lukas? Komm schon, Lukas. Spiel doch mit. Du kannst doch nicht ewig nur in der Ecke sitzen bleiben. Lukas. Hui. Lukas, kommst du? Ich hab keine Lust, Markus. Lass mich in Ruhe. Ich bin es langsam leid mit dir, Lukas. Du willst immer allein sein. Du redest mit niemandem, du spielst mit niemandem. Ich frag mich langsam, ob du nicht verrückt bist. Du bist echt komisch. Ist das schlimm? Komm schon, tu mir den Gefallen. Spiel wenigstens dieses eine Mal mit. Spielen wir Verstecken? Wir könnten zur Halle 4 gehen. Vergiss es! Du weißt doch, dass wir da nicht rein dürfen. Ja und? Wir können durch das Loch im Zaun schlüpfen wie letztes Mal. Uns sieht schon keiner. Und dann gehen wir durch die Hintertür in die Halle. Gute Idee. Gehen wir. Kommst du auch mit, Lukas? Der kleine Lukas will wohl nicht mit ihnen spielen und hat jetzt eine Vision. Oh. Okay, wir müssen uns also reinschleichen. Markus und die anderen werden in der Falle sitzen. Schnell, ich muss jemandem Bescheid sagen, um sie zu retten, bevor es zu spät ist. Okay, dann los geht's. Ich hoffe, uns gelingt das Ganze. Wir sind jetzt also in seiner Kindheit. Ja, los geht's. Wir sind jetzt also in seiner Kindheit und wir müssen jetzt ein kleines Minispiel spielen. Und seine Freunde aus der brennenden Halle retten. Sonst sterben die. Und dann, glaube ich, haben wir das Spiel verloren. Und das wollen wir ja nicht. Okay, wir müssen uns also hier irgendwie durchkämpfen. Und nicht gesehen werden. Okay, das war jetzt, glaube ich, keine so gute Entscheidung. Wie machen wir das? Wenn der eine zurückgeht, kommt der andere wieder. Mist. Oh, die Kamerasteuerung ist auch lustig. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Ich glaube nach da vorne, oder? Nach da vorne, genau. Aber wie? Wie sollen wir das machen? Keine Bewegung oder ich schieße!
Mist. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir auf so einen Lastwagen warten müssen und uns mit dem dann nach vorne schleichen müssen. Das dumpfe Gefühl. Wo fährt der hin? Ne, der fährt... Der fährt in die falsche Richtung. Vielleicht fährt der jetzt nach da vorne. Mal sehen. Wahrscheinlich nicht, aber könnte ja sein. Oder? Nee. Mist. Mist, Mist. Wir können sie ja so nochmal versuchen, einfach so nach vorne zu gehen. Wird zwar nicht funktionieren, aber ja, okay. Nee, weil uns der da vorne sieht, wahrscheinlich. Da hinein. Wow. Das könnte sogar klappen. Durch dieses Loch. Und dann hier. Hier hinter und dann erstmal warten. So, wir sind zurück. Er ist bloß kurz gecrashed. Ganz komisch. Jetzt weiß ich nur nicht, wie wir... Ach, jetzt müssen wir zum LKW und dann da irgendwie nach vorne gelangen. Dass uns der nicht sieht, okay. Auch gut. So, hier ist der LKW. Und dann mit dem nach vorne gehen. Aber nicht zu schnell. Ich glaube nicht, dass wir hier richtig waren. Einfach nochmal laden. Ich hoffe, der crasht jetzt nicht wieder. Sieht aber so aus. Okay, da hat das Spiel noch einen kleinen Bug. Okay, wir sind back in der Hood. Und jetzt müssen wir quasi... Wir müssen jetzt hinter... zu dieser Halle da gelangen, glaube ich. Und das ohne von dem gesehen zu werden. Und dann würde ich sagen, wir machen jetzt, gehen jetzt einfach mit dem Truck ein bisschen mit und dann gehen wir einfach da durch. Mal sehen, ob das funktioniert. Es hat funktioniert. Okay. Sehr gut, es funktioniert. Juhu. Da hinten ist nämlich ein Loch, an das kann ich mich noch erinnern, aus meinem ersten Playthrough. Genau, das zur Seite schieben. Oh, jetzt hat mich jemand auf Steam angeschrieben. Ich werde ihm jetzt nicht antworten. Was machst du denn hier? Ich dachte, du spielst nicht mit. Geh sofort raus, Markus, die Halle wird explodieren. Wie soll denn... Jetzt frag nicht lang, Markus. Geh raus, sie explodiert gleich. Ich suche noch nach den anderen. Okay, das hat schon mal geklappt. Jetzt müssen wir nämlich die anderen suchen. Und die spielen gerade ein Versteckspiel. Ein bisschen unvorteilhaft. Ach, da habe ich schon einen gesehen. Da oben. Den sollten wir gleich abhandeln. Ach Gott. Was wird jetzt wieder? Und das Problem ist, wir haben nämlich einen Timer am Laufen. Das ist schlecht. Hier ist jemand. Lukas. Das Spiel ist aus. Sie sind alle weg. Du kannst rauskommen. Das ist ja super. Wieso sagt mir das niemand? Ja, mach schneller, bitte.
Wo könnten denn die nächsten sein? Hier ist jemand, oder? Oder war das bloß irgendwas? Das war kein Mensch. Okay, das war eine Tonne. Okay. Hört sich gut an. Sehr nice. Ich kann mich noch daran erinnern, hinter irgendeiner... Ah, nein. Das war ja schon der Mist. Den haben wir schon. Wo könnten die anderen sein? Wie viele sind es eigentlich? Keine Ahnung. Ich glaube, ich kann auch am... ich glaube, ich kann auch einfach so rausgehen, ohne jemanden zu retten. Das wäre eben ein bisschen scheiße. Aber es wäre möglich. Ist hier jemand? Nee. Hier vielleicht. In so einer Halle verstecken spielen ist sowieso nicht so eine großartige Idee. Wenn man gefunden wird, dann eher schlecht, glaube ich. Eher schlecht. Hier drin vielleicht. Irgendwo, irgendwie kommt man da... Ach ja, hier, jetzt. Hau ab, Lukas, du verrätst mich noch. Die Halle wird explodieren. Scheiße, die Zeit. Was soll denn der Mist? Du verschwindest gefälligst, anstatt uns das Spiel zu vermasseln. Du wirst die Halle jetzt sofort verlassen. Ich mein's ernst. Mist, Lukas, du bist ein Vollidiot. Okay, die Zeit ist abgelaufen, aber nichts ist passiert. Ich glaube, ich sterbe jetzt, sobald die Sequenz vorbei ist. Ich muss raus hier, bevor alles in die Luft fliegt. Ja, da wäre keine schlechte Idee. So, jetzt. Wen haben wir jetzt vergessen? Lukas, bist du verletzt? Nein, nur ein paar Schrammen. Okay. Und die anderen? Ich habe alles versucht, Markus. Ich konnte sie nicht mehr alle rausholen. Okay, das ist jetzt schlecht. Woher wusstest du, dass das passieren würde, Lukas? Ich hab's gesehen. Noch bevor es passiert ist. Ich weiß nicht, wieso. Das werden sie dir nie glauben. Ich weiß. Lukas? Alles in Ordnung, Lukas? Lukas, hörst du mich? Ich habe mich umgehört. Natürlich ohne Namen zu nennen. Man nannte mir eine Spezialistin für, sagen wir, übernatürliche Dinge. Ich dachte mir, dass sie dir vielleicht helfen kann. Hier, ihre Adresse. Du weißt, dass ich an sowas nicht glaube, Lukas. Aber ich hoffe von ganzem Herzen, dass sie dir irgendwie helfen kann. Ja, das hoffe ich. Mal sehen. Ich würde mal sagen, wir machen nächste Folge hier weiter. Die Folge ging jetzt schon ziemlich lang, fast eine halbe Stunde. Naja. Ist gerade noch im Limit, glaube ich. Also nicht zu lange. Aber auf jeden Fall, nächstes Mal geht's weiter mit Carla Valenti und Tyler Miles auf der Polizeiwache. Okay, tschüss, Leute.